Hallo, seid gegrüßt. Hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon-Channel auf YouTube oder auch von saxvideotraining.com im Internet, diese Saxophon-Lernplattform, die ich da mache. Ihr habt gemerkt, ich habe mich ein bisschen rar gemacht hier auf YouTube. Das letzte Video ist ein paar Wochen her, vielleicht 3, 4 Wochen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich so faul bin oder weil ich keine Lust habe, neue Videos zu machen. Der Grund ist, ich arbeite gerade an diesem Rhythmuskurs. Das ist der neue Kurs auf der Plattform. Und ich bin auch fast fertig, also ich habe jetzt schon 9 Module online gestellt für die Premium-Mitglieder erstmal. Also den Kurs kann man noch nicht kaufen, das kommt demnächst. Und es sind noch so 3, 4 Module in der Mache gerade, also das 10. ist fast fertig. Und noch so ein paar Module kommen, hänge ich hinten dran, da habe ich noch Ideen. Da habe ich das Material auch schon fertig, aber ich habe die noch nicht abgedreht. Ne? Ich habe die noch nicht mit der Videokamera aufgenommen. Das kommt erst noch. Und der Grund, warum ich dieses Video mache, ist einfach der, ich möchte gern ein bisschen Feedback von euch bekommen. Ich möchte gern, dass ihr mir sagt, was ihr unbedingt in so einem Rhythmuskurs drin haben wollt. Also welche Themen interessieren euch ganz stark? Was ist so eure Schwachstelle bei Rhythmus? Was wollt ihr da lernen? Was ist ganz wichtig für euch? Ich denke, ich habe so die meisten Themen habe ich abgedeckt. Also das, was ich so mit meinen Schülern immer erarbeite, wo ich dann weiß, okay, da ist immer eine Schwierigkeit bei diesem Thema oder so, das habe ich alles in dem Kurs schon drin. Und ich habe mir aber gedacht, vielleicht fehlt mir das ein oder andere noch oder ich komme durch eure Umfrageergebnisse einfach noch auf ein paar neue Ideen. Vielleicht schreibt ihr mir irgendwas, wo ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht habe und komme auf eine neue Idee und mache dann eben noch ein extra Modul dazu. Dass genau das, was ihr da braucht in diesem Rhythmuskurs auch drin ist. Das wäre doch super. Ihr könnt diese Umfrage, diese kleine Umfrage mitmachen, indem ihr einfach unten im Text den Link klickt. Dann kommt ihr auf diese Umfrageplattform. Das ist einfach so ein, ja, so ein Formular quasi, so ein Internetformular. Das ist auch anonym, also ihr müsst da gar keine E-Mail-Adresse oder so hinterlassen, das ist egal. Ihr könnt da einfach nur euch eintragen und könnt mir da so ein paar Fragen beantworten. Könnt vielleicht einen kleinen Text schreiben, was ihr gut fändet in so einem Rhythmuskurs. Und das war's schon. Ne? Also es dauert vielleicht ja, 2, 3 Minuten, dann habt ihr das Ding schon fertig. Und es würde mir sehr weiterhelfen, eben den Kurs noch besser zu machen und vielleicht noch das ein oder andere Thema und das Video dazu eben noch zu drehen, damit ihr genau das da drin findet in dem Kurs, was ihr braucht. Ne? Also um was geht es hauptsächlich in diesem Rhythmuskurs? Wir haben 2 Teile. Der erste Teil sind so ein paar Basics. Da geht es hauptsächlich darum, dass man zählen lernt. Also das Zählen lernen, jeder kann zählen natürlich, aber vielen fällt es schwer, wenn sie Noten lesen wollen, eben zu zählen und dann noch die Rhythmik zu spielen. Also beim Spielen auch gleichzeitig im Kopf noch weiter zu zählen. Dazu habe ich ganz viele Übungen gemacht. Das könnt ihr machen, da werdet ihr besser, werdet ihr schneller. Es geht natürlich auch um Rhythmik lesen. Das ist ein schwieriges Thema für viele. Viele haben so ein bisschen Probleme, die Rhythmik direkt zu erkennen und die dann vom Abspielen, also beim Blattlesen auch direkt umzusetzen. Also viele brauchen eben die Hilfe von jemandem, der ihnen das zeigt, der ihnen das vorklopft oder so. Oder auch eine CD, wo sie es erstmal anhören können. Das ist auch völlig okay. Aber so ein bisschen Rhythmus verstehen und Rhythmus lesen können, das ist eben auch wichtig. Wenn ihr zum Beispiel in einer Band oder im Orchester, in einer Big Band spielt und ihr bekommt neue Noten, ne, dann gibt es eine Durchlaufprobe und dann müsst ihr eben das ablesen, was da steht. Wie wenn ihr halt ein Buch lest. Ne? Da kann euch auch keiner die Wörter erstmal vorsagen, damit ihr die halt lesen könnt. Das müsst ihr selber können. Das ist so das erste Thema, was da vorkommt. Wir machen das Ganze, diese Zählerei auch mit Synkopen, mit ein paar komplizierteren Rhythmen. Das ist ja, das ist aber alles noch basic. Das können die meisten wahrscheinlich von euch dann lernen, schnell lernen und umsetzen. Und im zweiten Teil, da wird es komplizierter, da geht es dann ganz viel um Mikrotime. Was ist die Mikrotime? Wie lernt man die? Wie kriegt man die in die Birne? Dass man wirklich auch durch diese Mikrotime, durch dieses Feeling, dass man es auch schafft, dann Offbeat-Rhythmen sehr genau zu spielen, zu timen, dass es anfängt zu grooven, dass man wirklich auf den Punkt spielen lernt und so weiter. Dazu braucht man die Mikrotime. Großes Thema, kann man alles lernen, kann jeder lernen, aber es gibt eben spezielle Übungen, die halt wichtig sind, die man machen muss. Da gibt es allgemeine Themen, wie zum Beispiel, wie arbeite ich mit dem Metronom? Das Metronom kann man ja nicht nur einfach nur auf die Schläge einstellen, damit kann man ja auch andere Sachen machen. Metronom ist ja nicht dazu da, euch einen Rhythmus zu erklären, sondern das Metronom hilft euch einfach, damit ihr so ein bisschen eine Kontrolle habt, ob ihr schneller oder langsamer werdet. Und das Metronom hilft euch auch sehr, irgendwie den inneren Rhythmus, den Puls halt auch zu fühlen und den eben ja, gleich zu lassen, dass ihr nicht schneller und langsamer werdet. Ja. Das sind solche Übungen. Und dann geht es auch ein bisschen um Bossa Nova spielen. Wir machen Offbeat-Rhythmen
oder Offbeat-Rhythmik lernen wir durch eine Melodie mit einem Bossa Nova und so Sachen. Also ziemlich viel Zeug ist da drin und ihr könnt da richtig gut Rhythmus lernen. Aber mir fehlen eben noch vielleicht so ein paar Sachen, die ihr mir noch schreiben könnt. Genau, also klickt unten den Link, macht die kurze Umfrage mit, gebt mir so ein paar Tipps, was ihr unbedingt in so einem Rhythmuskurs noch finden wollt. Das würde mir sehr helfen, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Und wir sehen uns bald im nächsten Video. Ich mache bald wieder ein neues Video, wahrscheinlich auch zum Thema Rhythmus, weil ich da gerade so drin bin. Da habe ich bestimmt ein paar Ideen. Und ihr könnt dann auch sehen, um was es da eben in diesem Kurs geht. Ne? Damit ihr seht, ob das für euch das Richtige ist, ob das vielleicht ein Kurs ist, der euch interessiert, ob ihr damit was lernen könnt. Ja, gut, also wir sehen uns im nächsten Video. Klickt unten den Link, würde mich sehr freuen. Und genau, viel Spaß beim Üben und so weiter. Bis bald, euer Bernd. Ciao, ciao.